Also immer wieder spreche ich über die Verschuldung von Unternehmen in Deutschland. Zum Beispiel hatte ich auch mal einen Tweet gemacht zur Lufthansa, die ja in dieser ganzen Corona-Zeit gerettet wurden und so vom Staat, wo mit Milliarden eingegriffen wurde und wo dann auch berechtigterweise natürlich Leute getweetet haben: hey, das haben die ja schon nichts zurückgezahlt, diese Schulden. Und das stimmt auch. Das Problem ist aber dass die trotzdem alle massiv verschuldet sind und zwar alle, ja? Die Folgen unseres Fiat Systems, unseres Geldes und das bleibt ja auch mit CBDC. Also viele denken ja auch, ja, wenn jetzt so ein digitaler Euro, digitaler Dollar kommt, dann hat Bitcoin einen Konkurrenten. Das ist ja nicht der Fall. Die Grundproblematik von Fiat Geld bleibt. Fiat Geld entwertet. Und wenn ihr denkt, 2% Inflation ist nicht schlimm. Ich sage euch, wir leben hier in einer Matrix. Nichts von unserer heutigen Wirtschaft ist real. Das könnt ihr glauben oder nicht, aber es ist der Fall. Und das können wir uns mal anschauen. Achtung, ja, haltet euch fest. Am besten würde ich jetzt sagen, ihr, ihr setzt euch erstmal gerade hin. Falls ihr gerade parat liegen habt, nehmt einen Anschnallgurt oder irgendwie so einen Spanngurt und spannt euch an eurem Stuhl fest und den Stuhl am besten noch am Schreibtisch, damit ihr nicht hinten rüberfällt. Aber was ich euch jetzt gleich zeige, sind die 100 am wenigsten verschuldeten Aktiengesellschaften in Deutschland. Ganz wenig an mit ähm, Axtron, die kenne ich nicht. Ist eigentlich auch egal. Um die Liste zu verstehen, die haben eine Market Cap von 1,9 Milliarden. Ups. Und äh, im Bezug zur Marktkapitalisierung haben sie eine Verschuldung. Und diese Verschuldung, die äh, ist jetzt hier an dieser Stelle zu sehen mit 25% als Verschuldungsgrad. Die, die hier auftauchen, sind bei mindestens einer Milliarde Marktkapitalisierung. Ja? Also von den großen Unternehmen, den großen Aktiengesellschaften, die mindestens eine Milliarde Marktkapitalisierung haben, wird hier der niedrigste Verschuldungsgrad gezeigt. Und wir können jetzt hier weiter runtergehen und mal so in der Top 100, hier mein Lufthansa Beispiel, ja, 8 Milliarden hier, Verschuldung 860%. 860%, holy moly, ja. Oder hier, ich, ich muss mich mal eben ausblenden, damit man diese Zahlen sieht, ja, TUI, ja. 5.700 Prozent Verschuldung. <laughs> ja, und das sind die 100 am wenigsten verschuldeten. Wie gesagt, unsere Wirtschaft ist eine Illusion, eine Illusion auf Schulden, auf Schulden, die im Endeffekt auf Geld, ja, also Geld, was ja diesen Unternehmen gegeben wurde, weil es aus dem nichts geschaffen wurde und euch enteignet hat. Das ist die Kaufkraft, die von euren Konten geklaut wurde, die in diese Unternehmen fließt, in diese Unternehmen, die jetzt da sind, damit sie eure Arbeitsplätze sichern. Versteht ihr, dieser ganze Kreislauf, in dem wir uns hier befinden, ist ein Teufelskreis. Wir befinden uns in einer komplett toten Wirtschaft. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, die Europäische Zentralbank würde hingehen und würde die Zinsen anheben, was mit diesen Unternehmen passiert. Die könnten ihre Zinszahlungen gar nicht tilgen. Die ganze Wirtschaft wird zusammenbrechen. Die meisten Menschen hier in Deutschland werden von heute auf morgen arbeitslos. Und was glaubt ihr, wie viele Industrien an diesen Unternehmen hängen? Und nochmal, das sind die am wenigsten Verschuldeten. Das ist ziemlich, ziemlich gruselig, oder? Wir leben in einer komplett verschuldeten Welt. Wir leben in einer Traumwelt, in einer Matrix, in der uns eingeredet wird, dass wir hier ein Wirtschaftswachstum hätten. Wir haben Schuldenwachstum, das ist alles. Und kleben da, ne? Steht so ein Schild an der Tür hier, Schuldenwachstum. Und dann ist irgendwer hingegangen und hat dann einfach. Schulden durchgestrichen und Wirtschafts hingeschrieben, ne? Ist doch kein Schuldenwachstum, ist Wirtschaftswachstum. Alles Zombie-Unternehmen hier. Alles. Die ganze Industrie. Was, was meint ihr? Ich meine, was meint ihr, was passiert? Was meint ihr, was passiert, wenn so ein Unternehmen wie die Lufthansa von heute auf morgen nicht mehr da wäre? Und die ganzen Zulieferer und so, ne? Oder hier, ja? Ach, meine Tastatur geht nicht. Ja, Entschuldigung, ich, <laughs> ich, ich wollte gerne nochmal den VW-Konzern zeigen. Höchstverschuldetes Unternehmen mit 192 Milliarden US-Dollar Schulden ja es ist toll dass sie ein bisschen Gewinn an irgendeiner Stelle machen das ist ganz toll aber die Verschuldung werden nie nie wieder los keiner von denen ja Eine Katastrophe ist das und da können die Unternehmen nichts für das ist das Geld was das incentiviert ich meine jeder der sich nicht verschuldet der hat steuerliche Nachteile ja du kriegst ja sogar einen auf den Deckel wenn du keine Schulden machst mach dich zum Sklaven des Systems mit deinem Unternehmen ansonsten bist du benachteiligt in diesem System keins von diesen Unternehmen kann da was für ich möchte hier keinem Unternehmen unterstellen dass sie schlecht gewirtschaftet haben das System incentiviert schlechtes, ineffizientes Verhalten. Das ist die Folge aus Fiatgeld. Und das ist eine Lösung, die kann nur Bitcoin. Versteht ihr? Jedes andere Gut der Welt ist durch zentrale Instanzen korrumpierbar. Das würde immer und immer wieder passieren. Der US-Dollar, unser Geld, was wir heute benutzen, wir benutzen hier nicht den Dollar, aber jede andere Währung orientiert sich daran. Das Bretton Woods-System ist so konzipiert. Jede Landeswährung orientiert sich weltweit an dem Dollar. Und der US-Dollar, der war mal goldgedeckt, physisch gedeckt. Das hat man irgendwann einfach aufgegeben und das hier erzeugt. Das ist Wahnsinn, ja, das ist Hybris. Es ist einfach nur verrückt. Ich will sehen, was passiert. Einer schreibt, alle Zombie-Unternehmen gleich Unfug. Ja, die haben wie gesagt einen wirtschaftlichen Output, <laughs> aber die essen da, weil die halt vorher massiv verschuldet waren oder sind. Die sind ja aktiv verschuldet. Ist ja nicht so, dass die mal Schulden hatten und die komplett zurückgezahlt hätten. Das ist ja der aktuelle Verschuldungsgrad. Das sind ja die 100 am wenigsten verschuldeten Unternehmen hier. Was meint ihr, was passiert, wenn man von heute auf morgen? Stellt euch einfach mal vor, man würde die gesamte Wirtschaft weltweit an einen richtigen, fairen Markt knüpfen, wo keine Gelderzeugung aus dem Nichts mehr möglich ist. Weil, seien wir mal ehrlich, Physik aus dem Nichts, also Energie und Zeit, kann man nicht aus dem Nichts erzeugen. Wir haben uns ja hier eine Matrix geschaffen, in der wir ökonomische Regeln anwenden, die ja nichts mit unseren Naturgesetzen zu tun haben. Innerhalb unserer Matrix können wir cheaten. Es ja, ist wie so ein Computerspiel, in dem du einen Cheat eingeben kannst. Aber nur weil du im Computerspiel sagst, dass du 10 Milliarden Euro hast, hast du die in Wirklichkeit hier auch neben dir liegen. Und das ist hier der Unterschied. Was hier passiert, wir, wir, wir tun so, als könnten wir in unserer kleinen Matrix Gott spielen. Und unsere kleine Matrix betrifft alle Länder der Welt, alle Unternehmen. Das Problem, was wir hier gerade sehen, das ist ja mit Deutschland nur beispielhaft. Das passiert auf der ganzen Welt. Die ganze Welt ist in diesem Verschuldungszyklus. Alle. Es gibt kein Land, was nicht in diesem Verschuldungszyklus ist. Auch die Schweiz. Jeder. Das muss euch klar werden. Bitcoin ist keine Lösung für ein Land. Bitcoin ist eine Lösung für diesen ganzen Planeten, weil wir den ganzen Planeten überkonsumieren. Seit Jahren. Seit Jahren zehren wir diesen Planeten auf. Ja, das ist das Problem. Und das wird wahrscheinlich 50 bis 100 Jahre dauern, ein derartiges System zu ändern auf ein faires System wie Bitcoin. Das geht nicht von heute auf morgen. Die Welt würde kollabieren. Die Leute hätten keine Jobs mehr, würden kein Geld mehr verdienen. Das wäre eine Katastrophe. Wir dürfen gar nicht zulassen, dass Bitcoin zu schnell, zu groß wird. Da wird die Welt brennen. Ja, das darf gar nicht sein. Bitcoin muss langsame Schritte gehen. Aber es ist halt gut zu sehen, dass es jetzt sowas wie Bitcoin gibt. Das gab es früher einfach nicht. Stellt euch mal vor, ihr würdet sowas wissen und es gäbe keinen Ausweg. Der Ausweg, den es gäbe, wäre ja vielleicht mal irgendwann Schuldenstrich machen und mit dem gleichen Quatsch wieder von vorne beginnen. Und das wäre der einzige Lichtblick in Zukunft, immer wieder das Gleiche zu machen. Das ist so krass an Bitcoin. Wir haben etwas geschaffen, was für uns Menschen für die nächsten 10.000 Jahre eine bessere Lösung ist als das, wie wir es bisher gemacht haben. Um nichts anderes geht's. Das ist die Innovation, ja? Da sagt gerade jemand: Ohne Schulden hätten wir den heutigen Reichtum nicht. Das stimmt nicht. Das ist de facto nicht wahr. Schau mal, das Einzige, was sich durch Schulden ändert, ist die Zeitpräferenz. Wenn, du, wenn dein Geld verschuldet oder, oder ent, äh, abwertet, ja, wenn du Schulden machst mit diesem Geld, das heißt, du. Schulden ist auch nicht richtig. Du kannst ja auch Schulden machen in einem System, wo das Geld nicht ausweitet, wenn du Schulden machst. Der Mechanismus ist ja heute: du machst Schulden und die Schulden werden nicht, du hast sie nicht bei irgendeiner Person, sondern. Dieses Geld kommt nicht von irgendwem. Diese Schulden, die du machst, die werden aus dem Nichts erzeugt. Das ist das große Problem. Nicht, dass du Schulden machst. Schulden machen, Kredite nehmen, das geht alles unter einem Bitcoin-Standard. Das ist nicht das Problem. Was hier aber gerade passiert, ist, dass den Menschen die monetäre Kaufkraft damit genommen wird. Und das Einzige, was das verändert, ist, dass die Zeitpräferenz sich verändert. Der, der Menschen, der Konsumenten und der Unternehmen. Es macht immer weniger Sinn, in die Zukunft zu planen. Es macht immer mehr Sinn, heute und jetzt und sofort zu konsumieren. Es macht immer mehr Sinn, Sicherheit abzubauen, weil du keine Sicherheit mehr aufbauen kannst. Je mehr Sicherheit du aufbaust, desto mehr wird man dir deinen monetären gesparten Wert wegnehmen durch diesen Mechanismus. Die Folge ist, dass keiner mehr Sicherheit hat. Und der Einzige, der uns noch Sicherheit liefern kann, ist der Staat. Der Staatsapparat, der sich selber genau aus diesem Grund rechtfertigt. Versteht ihr, das ist dieser Teufelskreis. In einem fairen System, wo dieser Mechanismus nicht passiert, hast du trotzdem Wirtschaftswachstum. Oder glaubst du, du gehst arbeiten und setzt dich danach zu Hause in und wartest zehn Stunden, bis du wieder arbeiten gehen kannst? Spielst kein Computer, isst kein Essen, trinkst kein Wasser, guckst kein Fernsehen, fährst nicht ins Kino. Natürlich würdest du das tun. Wir haben die Welt einfach nur übertaktet. Wir haben einen Bedarf erzeugt, den wir eigentlich gar nicht haben an manchen Dingen. Wir haben eine Gesellschaft erzeugt, die Wegwerfartikel baut. Für was? Das ist das Problem, ja? Jetzt fragt jemand, wie hoch ist der Gegenwert von Maschinen, Immobilien, von Lufthansa? Naja, woher haben Immobilien und Maschinen diesen Wert, den sie heute haben? Diesen Preis. Doch weil da die Inflation genauso zuschlägt. Wir wissen doch gar nicht mehr, wie viel eigentlich eine Immobilie kostet, wenn keiner mehr darauf spekulieren würde. <laughs> Alle versuchen doch, aus diesem Fiat-System rauszurennen. Alle versuchen doch, ihr entwertendes Geld zu loszuwerden sogar Schulden zu machen, das macht ja Sinn, weil deine Schulden ja auch entwerten. Und was machen die Leute? Die gehen zum Staat, kriegen Geld vom Staat. Das Geld wird aus dem Nichts erzeugt. Das Geld, was aus dem Nichts erzeugt wurde, entwertet das Geld, was im Umlauf ist. Das entwertete Geld ist für dich leichter zurückzuzahlen. Zweitens, du nimmst dieses Geld und kaufst davon eine Immobilie. Der Immobilienmarkt wird verknappt, Ressourcen für den Markt müssen hergeschafft werden, eine ganze Sektorindustrie wird verknappt. Künstliche Preissteigerung bei Immobilien in Bezug auf dein entwertendes Fiatgeld. Das ist der Mechanismus. Wir sind in einem Schneeballsystem. Und was der Staat jetzt machen muss, in so einer Phase wie jetzt, wo wir auf den Krieg hinauslaufen und er die Schulden machen braucht, um Krieg zu finanzieren? Ganz einfach, er wird die Steuern erhöhen. Dafür braucht er Steuern. Ja? Viele fragen sich, warum brauchst du noch Steuern, wenn du ein System hast, wo der Staat einfach unendlich viel Geld machen kann? Naja, weil der Staat würde irgendwann sein Geld kaputt drucken. Also muss er einen Mechanismus haben, das Geld wieder einzusammeln. Also gehst du hin und veränderst die Rahmenbedingungen, in denen du als Privatperson eine Immobilie kaufen kannst, an eine neue Effizienzgrenze und alle, die diese Effizienz nicht einhalten, werden aus dem Markt gedrängt. Das heißt, sie sind gezwungen, Immobilien wieder zum Teil zu verkaufen, also nicht alle, aber die, die nicht effizient genug sind, und ein bisschen des Geldes zurück in den Staat zu führen und so den Euro wieder zu stabilisieren. Und genau das sehen wir auch. Ja? Es sind so alleine in den letzten ein, zwei Jahren so viele neue Gesetze rund um den Immobilienmarkt gekommen und Steuerveränderungen. Und das ist einfach so. Stellt euch das mal runtergebrochen wie beim Bitcoin-Mining vor. Stellt euch vor, ihr habt eine Mining-Farm, ihr seid bis 7 Cent pro Kilowattstunde rentabel. Und jetzt kommt irgendein Ereignis wie in das Halving-Event und es kommen nur noch halb so viele Bitcoin aus den neuen Blöcken raus und der Preis von Bitcoin passt sich nicht an. Und plötzlich verdient ihr... So viel weniger, dass ihr nur noch bis 5 Cent rentabel seid. Dann seid ihr von heute auf morgen theoretisch raus aus diesem Markt, sofern sich der Preis von Bitcoin nicht verändert. Ja, und mit, dieser, mit diesem Mechanismus, mit dieser Art und Weise, wie der Staat Steuer machen kann, kann er in verschiedenen Bereichen nun mal Effizienzen erzeugen und gewisse Teilnehmer aus dem Markt drängen, die sonst gedroht hätten, das System kollabieren zu lassen. Gutes Beispiel hier der Evergrande-Vorfall in China. Evergrande, sagt das noch jemandem was? Das ist immer noch offen. Ja, ein riesen Immobilienkonzern, der den chinesischen Staat das Geld kaputt gemacht hat, weil er sich immer mehr Geld vom Staat geliehen hat und immer mehr Immobilien gekauft hat. Die Immobilien sind im Wert gestiegen, 30 Prozent pro Jahr. Vor allem, weil dieses Unternehmen und die anderen, die auch in diesem Sektor unterwegs sind, eben den Immobilienmarkt stark verknappt haben. Und der chinesische Staat hat gesagt, die machen gerade unser Geld kaputt. Wir brauchen das Geld aber für andere Dinge. Und sind hingegangen, haben den Lizenz für diese Unternehmen erhöht. Folge war, Evergrande droht zu scheitern, weil sie jetzt nicht mehr effizient genug sind und drohen jetzt, ihre Immobilien verkaufen zu müssen, um die Strafzinsen und Schulden an den chinesischen Staat zurückzahlen zu müssen. Die Folge wäre ein Kollabieren von einem riesen Immobilienmarkt. Theoretisch ist diese Welt so einfach zu verstehen. W wenn ihr wissen wollt, ja, aber was ist denn der Gegenwert von den Immobilien, die Lufthansa besitzt und von Maschinen, die da stehen? Macht euch klar, dass Fiat doch nicht bei der Unternehmensverschuldung aufhört. Jedes Gut, jede Dienstleistung, alles, was wir heute haben, ist bemessen in diesem Geld, was nicht mehr in der Lage ist, reale Bemessungen anzustellen. Aber man muss da einmal hintersteigen, man muss das einmal verstehen. Und dann wird einem ganz schnell klar, dass nichts von dem, was hier heute passiert, in irgendeiner Form real nutzbar ist, um irgendeinen Preis zu bemessen, geschweige denn Sicherheit für sich privat zu erzeugen. Das kann keins von diesen Systemen, weil jedes dieser Systeme hängt an staatlichen Entscheidungen unter Umständen sogar irgendwann Bitcoin. Ja, mal so ein Chaos-Szenario für Bitcoin wäre, ja, wenn der Staat auch hier irgendwann sagt Steuern auf unrealisierte Gewinne, ja, die hast du zu zahlen. Das heißt, du kannst zwar der Staat kann zwar dir nicht deine, deine eigene Wallet wegnehmen hier, ja, die kannst du ja verbuddeln oder so, die ganze verstecken kommt er nicht dran. Aber wenn er dir sagt Hey, du hast vor einem Jahr einen Bitcoin gekauft, Wertsteigerung 50 Prozent, sagen wir mal, der ist von von 50.000 auf 75.000 gestiegen. Und die sagen dir, ja, jetzt zahlst du darauf Steuern. Dann bist du gezwungen, unter Umständen die Bitcoin zu verkaufen. Dann ist es noch so, dass du deine Steuern ja immer ein Jahr im, äh, in Zukunft planen musst. Das bedeutet, die, die Gewinnsteigerung, die heute anfällt, die du dann versteuern musst nach einem Jahr, die musst du dann ja erst ein Jahr später zahlen. Wenn der Bitcoin-Kurs ein Jahr später dann gefallen ist, kann das sogar bedeuten, dass du Steuern zahlen musst auf einen Zustand, wo das noch gar nicht der Fall war. Dann kannst du zwar hoffen, dass du einen Verlustvortrag oder Nachtrag. Fürs nächste Jahr machen kannst, aber das wird die meisten Teilnehmer aus dem Markt rausspülen, wieder diese Effizienzgrenze, die nicht in der Lage sind, derart zu kalkulieren. Das heißt, jeder, der größere Summen hat, der Gefahr läuft, von heute auf morgen auf einmal eine Steuernachzahlung von 50.000 Euro zu kriegen, die er dann unter Umständen nicht mal mit dem Bitcoin auslösen kann, weil in dem Moment, wo er die auslösen müsste, ist der Bitcoin-Kurs gefallen, der wird aus dem Markt gedrängt, weil er sich das nicht traut, weil das Risiko zu hoch wäre, Bitcoin zu halten, wegen den steuerlichen Folgen am System. So, so läuft es, ja. so funktioniert das System. So funktionieren Steuern und so funktioniert der Mechanismus Gelddrucken, Steuern anwenden, um hier immer zu jonglieren und die Ziele des Staatssystems am Ende durchzusetzen. Ja. Und das ist alles kein Geheimnis, das ist auch alles nachzulesen, das ist ja auch alles nicht geheim gehalten oder so. Das sind ja ganz öffentliche Strukturen. Das Problem ist nur, das bringt euch kaum einer bei. Ja, die, die vielleicht. Zehn Semester BWL studieren, kriegen ein bisschen was von diesem Mechanismus mit. Aber die meisten, die machen ihre Ausbildung, die machen irgendein Studium, die rennen so ein Semester durch BWL durch. Das versteht doch kaum einer, was hier passiert. Die ganze Welt ist doch mittlerweile komplett übertaktet, komplett nicht mehr nachzuvollziehen, wo Werte herkommen, wer was überhaupt verdient, was überhaupt eine Immobilie wert wäre, wenn keiner mehr darauf spekulieren könnte. Ja? Mit Geld aus dem Nichts. Ja, das ist doch das, was so verrückt ist. Denkst du, die Politik bzw. die Regierungen der gesamten Welt sind so naiv und haben gar keine Lösung? Ich glaube, was ja aktuell passiert ist, und das müsst ihr euch überlegen: Was macht China? China versucht gerade, die neue Weltordnung anzuführen. Und auch das kommunizieren sie öffentlich. Die haben wirklich vor, in den nächsten 20, 25 Jahren die ganze Welt zu einem kommunistischen Platz zu machen, Ort zu machen. Das ist Chinas Wunsch. Das haben sie so gesagt. Sie werden die ganze Welt äh, quasi. Überrennen ja, mit ihrem System. Im Endeffekt hast du jetzt zwei Systeme, die mit Verschuldung gegeneinander ankämpfen. Ja? Und keiner von den beiden könnte sich an einen fairen Markt knüpfen, weil sobald er das tun würde, wäre er benachteiligt zum anderen System. Die Frage ist am Ende, ob der Politik das ein Spielball sein kann, ein hartes monetäres Gut wie Bitcoin jetzt zu bekommen. Weil im Endeffekt bedeutet das, je früher du in Bitcoin bist, desto besser sind deine, ist dein Einstieg, oder? Ich meine, wenn du vor fünf Jahren eingestiegen wärst, wäre besser als heute. Und wenn du vor zehn Jahren eingestiegen wärst, wäre besser als vor fünf Jahren. Also je früher du in Bitcoin drin bist, desto besser ist es. Und unter Umständen könnte man jetzt auch hingehen, statt beispielsweise Rüstungsindustrie mit dem eigenen Geld aufzupumpen und das eigene Geld zu entwerten, sondern lieber mit diesem entwertenden Geld Bitcoin zu kaufen. Und unter Umständen Wäre dann irgendwann ein Zeitpunkt in der Zukunft, wo ein Land wie China nicht mehr so günstig in den Bitcoin-Markt reinkommt, ohne die eigene Währung damit zu zerstören. Und dann hätte die USA unter Umständen monetären massiven Vorteil zu einem chinesischen System beispielsweise. Aber ein derartiges System erfordert, dass jeder diesem System vertraut. Das ist das, wie heute Währungen funktionieren. Währung. Fiat bedeutet, es geschehe. Eine Währung, der Unterschied von Geld zur Währung ist, Geld kann alles sein. Alles, wo die Menschen einen Grenznutzen für erkennen und sagen, hey, ich nehme das an und gebe dir dafür was anderes. Also alles kann zu Geld werden. Aber eine Währung ist das, was ein Staat für seine Bürger bestimmt und definiert. Ja? Das ist eine Währung. So, und wenn jetzt die USA hingehen und sagen, unsere Währung ist der US-Dollar, dann kann Bitcoin trotzdem Geld sein. Aber jedes Land. Was jetzt den US-Dollar benutzen will, muss daran glauben, dass die USA und die Zentralbank, die Federal Reserve Banken, dieses Geld stabil halten. Fiat, es geschehe. Ja? Glaube an mein Geld. So, du könntest natürlich eine Lösung bauen, indem du ein hartes Geld baust. Ja, und wie funktioniert das harte Geld, indem jeder diesem Geld vertraut? Und wie kann jeder dem Geld vertrauen? Naja, nicht indem wir den US-Dollar nochmal erfinden, <laughs> sondern indem wir etwas haben, was niemand mehr kontrolliert. Im Endeffekt ist Bitcoin so eine Lösung. Im Endeffekt ist Bitcoin die einzige Lösung für dieses Problem. Für dieses Problem, was es seit hunderten von Jahren gibt, versteht ihr, das Fiat ist kein neues Problem. Immer wieder wurden Goldstandards ausgesetzt oder bestimmt, wer Geld drucken darf. Ja? Die Welt wurde in den letzten hunderten Jahren so bestimmt, weil es kein dezentrales System gab. Bitcoin ist die Utopie, die wir uns erfüllt haben in dieser Dekade. Das, sowas wie Bitcoin gab es vorher nicht. Die Idee von einem wirklich nicht korrumpierbaren, nicht mal durch einen Staat übernehmbaren Geld, die war so abstrus, dass sie vielleicht in Science Fiction hätte geben können, aber das war nicht vorzustellen, dass wir jemals sowas bekommen. Und das hat alles verändert, ja. Das wird die ganzen Spielregeln verändern. Und auch die ganzen Regeln ändern, wie vielleicht Weltmächte untereinander sich irgendwann vertrauen oder auch misstrauen. Weil, was ist jetzt passiert? Die USA und die ganzen Teilnehmer des SWIFT-Systems haben Russland aus, zumindest einige russische Banken aus dem SWIFT-System rausgeschmissen. Jedes andere Land, was unter Umständen das SWIFT-System nutzt, könnte genauso aus diesem System geschmissen werden. Glaubt ihr, die vertrauen diesem System noch? Irgendwer? Ja, solange man gut Freund macht und das macht, was alle wollen, die im SWIFT-System sind, funktioniert das. Was passiert, wenn das nicht mehr der Fall ist? Jetzt benutzt Russland stattdessen irgendwie Union Pay oder was? So ein Zwift-System von den Chinesen. Von wem macht sich Russland damit abhängig? Von den Chinesen. Stellt euch mal vor, Russland müsste einfach nur so eine Note installieren. Oder jedes andere Land. Russland ist vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel, weil ich finde das ziemlich scheiße, was die da gerade machen. Ja? Keine Frage. Aber das, ihr seht ja auch, selbst mit unserem zentralen System lassen die sich daran nicht hindern. Ja? Also das ist egal. Viel wichtiger ist aber, jedes Land der Welt, wenn es irgendwo einem Geld vertrauen soll, dann darf kein Land der Welt das Geld kontrollieren oder die Zahlungswege kontrollieren können. Eine Full Note und dein gesamtes Land ist losgelöst von der Infrastruktur, die bislang von großen Nationen wie die der USA kontrolliert waren. Das ist unglaublich, oder? Das ist Science Fiction und ihr nehmt das heute noch nicht wahr, weil so ein lustiges grünes Gehäuse aus dem 3D-Drucker ist. Das Ding kann mehr wie eure Hausbank. Macht euch das bewusst. Das ist technisch weiterentwickelt wie die Zahlungssysteme unseres Geldes. Kein Scheiß. Auf einem 100-Euro-Minicomputer.